Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unserer Gespräche im Pfarrhaus. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Neben mir sitzt Sabine Kropf-Brandau, Pröbstin des Sprengels Hersfeld-Hanau. Hanau-Hersfeld. Am besten erklären Sie es. Was macht eine Pröbstin? Eine Pröbstin ist so etwas wie eine Regionalbischöfin. Das heißt, ich vertrete die Bischöfin in einem bestimmten Bereich unserer Landeskirche. Bei mir geht der eben von Hanau bis Hersfeld und Schmalkalden. Und dort bin ich die Seelsorgerin der Pfarrerinnen und Pfarrer und habe noch viele, viele andere Aufgaben. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie bei mir hier im Pfarramt das Gespräch wagen, mitmachen. Sie haben sich gleich ein ziemlich schwieriges Thema rausgesucht, nämlich Kirche der Zukunft oder Zukunft unserer Kirche. Anlass bietet eigentlich vor allen Dingen eins, dass uns nämlich insbesondere junge Menschen in Scharen davonrennen, dass sie sagen, sie möchten gerne über dieses Thema, wie die Zukunft unserer Kirche aussieht, mit uns reden, mit mir reden, zusammen reden. Warum ist das so? Warum rennen uns gerade die 20- bis 35-jährigen Menschen gerade in Scharen davon? Warum können wir die nicht halten? Ich fange da an, warum möchte ich mit Ihnen reden? Weil ich finde, wir müssen gemeinsam nach Wegen suchen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich den Weg in die Zukunft unserer Kirche schon kenne. Mhm. Ich glaube, dass Menschen heute mit einem ganz anderen Blick auf Kirche zugehen. Sie überlegen, brauche ich das ganze Jahr oder brauche ich das nur ab und zu? Das ist mir sehr deutlich geworden im Gespräch mit einem Freund meines Sohnes, der ausgetreten ist, nachdem er jetzt Geld verdient und der zu mir sagt, Sabine, ich habe überhaupt kein Problem mit Kirche. Ich hatte auch einen tollen Konfirmandenunterricht und Gott ist mir auch wichtig. Aber ich bezahle auch nicht für ein Fitnessstudio das ganze Jahr, wenn ich nur zweimal hingehe. Mhm. Und darum habe ich die Kirche verlassen. Das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann mal wiederkomme oder dass ich eure Gottesdienste besuche. Mhm. Also ich gehöre ungern zu einer Kirche, die auf die Art und Weise verliert. Was könnte man denn machen, um so jemanden, der ja eigentlich, wie Sie gesagt haben, glaubt, der gar nichts gegen uns hat, wie können wir so jemanden wiedergewinnen, dass er sagt, jawohl, die Struktur unserer evangelischen Kirche in Deutschland ist nun mal wie im Fitnessstudio die Flatrate. Wie können wir ihn dazu bringen, dass der wieder die Flatrate bucht und nicht nur irgendwelche Einzelaktionen, denn dann könnten wir das alles ja gar nicht mehr finanzieren, was wir momentan an Kirche vorhalten. Für die würden ja wahnsinnig klein werden. Ja. Ja, aber was könnten wir tun, um so jemandem zu sagen, hier, buch wieder die Flatrate. Bevor ich über die Flatrate nachdenke, glaube ich, gilt es auszuhalten, dass wir kleiner werden und dass wir uns verändern werden und das ist auch erstmal nicht dramatisch. Und ich würde mich schon freuen, wenn wir sporadische Angebote für diese Leute hätten. Ich glaube, wir müssen mal aus dem Blick kriegen, dass es uns in erster Linie um Kirchenmitglieder geht. Mir geht es in erster Linie darum, dass Menschen etwas mit Glauben und mit Gott anfangen können. Und das erlebe ich an vielen Orten richtig gut. Allerdings gebe ich Ihnen recht, für diese Zielgruppe zwischen 20 und 40 sind unsere Angebote übersichtlich und waren sie auch immer. Und da jetzt mal Kraft und Fantasie und Kreativität reinzusetzen, das halte ich für nötig. Ja. Vielleicht ist die Corona-Zeit bei all dem Schweren, was die mit sich bringt, aber auch so wie ein Brennglas. Sie macht uns sehr deutlich, wo es eigentlich hängt. Anders gesagt könnte man sagen, die leeren Kirchen eröffnen vielleicht auch neue Räume. Ja. Digitalisierung ist ja so ein Wort. Mhm. Das ist kein Zaubermittel. Da bin ich von überzeugt. Aber wir haben uns dieser Sache noch mal ganz anders geöffnet. Auch so Angebote, wie wir jetzt hier gerade praktizieren, die Leute sich angucken können, die finde ich klasse. Digitale, kleine, geistliche Impulse. Da gibt es unheimlich viele tolle Angebote. Und ich weiß auch von jüngeren Menschen, dass die da zumindest immer mal reingucken. Also wir sind am Weg. Vielleicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, müssen wir vielleicht sogar gar nicht unbedingt immer nur Angebote machen, sondern vielmehr zuhören, was eigentlich diese 20- bis 40-Jährigen von uns wollen. Eines davon, das weiß ich, ist definitiv mehr Digitales. Ja, da sind wir jetzt dran, aber vielleicht ein bisschen noch mehr das Ohr an diesen Menschen zu haben. Natürlich. Und ich glaube auch da ist Corona gut für, dass wir unser Gottesdienstgeschehen überdenken. 4% der Menschen gehen überhaupt nur regelmäßig noch in den Gottesdienst und von diesen 4% können nur 0,3% Orgelmusik leiden. Das muss man sich mal klar machen. Gut, dass wir hier eine Band haben. Ja, genau. Da sind sie schon richtig weit und da passiert ja auch viel. Wir brauchen andere Formen von Kirchenmusik. Mhm. Wir brauchen andere Formen von Verkündigung. Kleine Formate.
nicht jede Kirche muss jeden Sonntag einen Gottesdienst halten, aber sie kann ein geistliches Leben anbieten und das müssen auch nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer machen. Ich glaube, da kann viel passieren. Also von Ihnen, ich habe Sie kennengelernt mit einem ganz tollen Satz, den ich zuletzt nochmal sagen möchte, der das im Grunde zusammenfasst, was Sie jetzt eben gerade hier erzählt haben. Eine Kirche, die bleibt, wie sie ist. Nein, jemand, der... Ach, sagen Sie es doch mal selber. Wie war dieser Satz? Wenn jemand will, dass Kirche bleibt, wie sie ist, dann will er nicht, dass Kirche bleibt. Und davon bin ich überzeugt. Wir müssen uns verändern. Und ich hoffe einfach, dass ganz viele Menschen, auch Sie, die es jetzt vielleicht gerade hören, mitdenken, mitgestalten und auch mitkritisieren. Das brauchen wir. Ich wünsche mir von euch, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schreibt es unten drunter in die Kommentarfunktion, abonniert uns am besten oder sprecht uns beide direkt an, sprecht eure Pfarrerin, euren Pfarrer an, eure Kirchenvorsteherin und Kirchenvorsteher, was eure Idee ist, wie Kirche sich ändern kann, um genau diese Zielgruppe 20- bis 40-Jährige besser zu erreichen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt. Danke ganz, ganz herzlich, dass Sie hier bei uns waren. Gern. Und das Gespräch mit uns geführt haben. Oh, das freut mich zu hören. Schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bleiben Sie behütet. Tschüss.